der mögliche Interessent informiert sich einmal über die Homepage. Geht natürlich da hauptsächlich einmal nach der Optik von den Hund. Und wenn es dann ein Hund ist, wie beispielsweise das Bike, der was einfach behördlich bekannt ist, dann kriege ich die Telefonnummer vom Interessenten. Ich setze mich mit dem in Verbindung, kläre ganz viel übers Telefon ab. Gibt es Hundeerfahrung? Wie schauen die Wohnverhältnisse aus? Ist es Eigentumswohnung? Ist es eine Mietwohnung? Mit Garten, ohne Garten? Ist es ein Haus? Ist der Garten einzäunt? Und wenn da einmal die Rahmenbedingungen passen, dann machen wir uns einen gemeinsamen Termin aus fürs Kennenlernen. Dann gehen wir gemeinsam einmal ein, zwei Stunden, wo ich mir einfach anschaue, wie reagiert der Hund auf den möglichen Besitzer, wie sicher, wie unsicher ist sich der Besitzer. Und wenn da der erste Eindruck aus Sicht des Hundes passt, sage ich einmal, dann mache ich mir einfach Folgetermine aus. Weil das Bike beispielsweise ist relativ dominant, hat zweimal gebissen, aufgrund dessen ist er herinnen. Okay. Aber ansonsten super handsam, ich muss nur handeln können. Ja.